Seid gegrüßt, meine lieben und auch ein wenig tapferen Freunde und herzlich willkommen zurück bei Rising World. Ja, wir sind am Goldseestrand, an der Goldseeküste, am Goldsee, im Goldsee-Universum. Nein, nur an der Goldseeküste. Und wir bauen ein Gitter. Und warum ist da jetzt ein Versatz drinne? Fragte sich der Mann. Haben wir die? Warum ist da jetzt ein Versatz drinne? Haben wir die jetzt ohne Gitter gesetzt hier alle? Habt ihr die etwa ohne Gitter gesetzt? Seid ihr denn des Wahnsinns? Ach, verdammt. Und es wird Nacht. Ja, genau, so hat ja die letzte Folge geendet. Es wurde Nacht. Senorina. Und wir gehen einmal pennen. Nachts kann ich nicht arbeiten. Nachts wird geschlafen. Auch hier. Auch wegen des besseren Lichtes. Ah nein, wenn morgen die Sonne aufgeht, dann scheint die uns genau ins Gesicht. Das könnte natürlich passieren. Aber naja, was will man machen, ne? Was will man machen? Seht da, wusste ich's. Ja, dann müssen wir die halt wieder wegnehmen. Was ist denn hier mit der Pulle? Meine Güte. Die müssen wir wieder wegnehmen. Weil die sitzen bestimmt verkehrt hier. Die ganzen Schwarzen. Also, ne? Ihr wisst schon, wie ich das meine. tut doch nicht so. Okay, da haben wir jetzt die Schwarzen. Ist gar nicht so leicht. Eine schwere Geburt hier mit meinen Gittern, ne? Hör, wo sind die hin? Warte mal. 6. Und die anderen? 1. Und hier haben wir 4. Okay, wartet mal. Ich nehme jetzt... Ach, das sind die. Okay. Gitter. Du kommst hier hin, in die Mitte. Zack. Warum sitzt du da außen überhaupt? Das verstehe ich nicht so ganz. Okay, nehmen wir dich mal weg. Ich will dich wegnehmen. Ah, es geht. So, und dann kommt nämlich hier das Gitter hin. Ah, wartet mal. Haben wir die jetzt vielleicht einmal um... Nee. So passt es doch jetzt. Und hier kommt auch ein weißes hin. Ich lasse das Gitter jetzt einfach mal eingeblendet. So, was habt ihr jetzt davon? Das nehmen wir... Ja, wir nehmen die jetzt alle nochmal weg. Wir machen das jetzt von vorne... Von vornherein gut, sozusagen. Dann machen wir es hier wieder hin. Ihr habt doch gesehen, dass sie nicht in der Mitte saßen. Nun tut doch nicht so. Nee, ich glaube, wir hätten die Schwarzen verkehrt gesetzt. Die anderen hatten wir, glaube ich, schon mit dem Gitter gesetzt. Und nicht frei Nase. Das müsste eigentlich passen. So, jetzt kommen hier die hin. Zack. Und zack. So, jetzt auf dem Gitter platzieren. Wichtig. Es müsste jetzt genau in der Mitte sein. Ist es aber nicht. Man kann es einmal davor und einmal dahinter setzen. Seht ihr, hier haben wir es dahinter gesetzt. Und hier, das Gitter ist jetzt davor. Muss ich das dann noch einmal drehen oder wie? Kann das sein? Um das... Aha. Aha. So wird ein Schuh draus. Ach so, na gut, das muss einem ja gesagt werden auch. Ah, und guck mal, es ist genau aufgegangen. Ist das nicht genial? Jetzt brauchen wir noch ein paar schwarze Gitter für da. Die müssen wir natürlich jetzt auch wieder drehen, aber auch wieder so. Also das Gitter wieder einblenden und wieder so drehen, dass es genau passt. So, passt es, ne? Genau. Zack. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Zack. Und dann haben wir hier unsere schöne kleine Terrasse mit den Gittern. Ne? Hier oben könnte man jetzt noch Blumenpötte draufstellen oder sowas, wenn man das wollte. Ja, damit ist die Terrasse grob erstmal fertig. Aber natürlich müssen ja noch Möbel drauf. So ein bisschen, wenigstens. So ein paar Gartenstühle und sowas sollten hier drauf. Und ein Grill natürlich, klar. Grill. Grill, Grill, Grill. Das können wir eigentlich... Wartet mal. Haben wir hier Gerüste, Schilder, Betten? Nee, ich glaube, einen Grill hat man noch an diesem Ding hier gemacht, oder? War das nicht so? Lichter, Werkzeuge, Waffen, verschiedenes. Grill, Smoker. Wollen wir uns einen Smoker einstellen? Einen normalen Kugelgrill oder, ich würde sagen, so einen schönen Smoker. Kann man hier mit oder ohne Ablage herstellen. Und es passt sogar gerade. Es passt sich sogar gerade. Ja. Dann nehmen wir den mit Ablage. Smoker mit Ablage. Teurer Spaß natürlich. Wo stellen wir den mal hin? Der sollte ja irgendwie so stehen, dass man daneben noch einen Tisch platzieren kann oder so. Hier wahrscheinlich unter das Fenster, ne?
Ja, damit er nicht im Weg... Er darf nicht im Weg stehen, das ist auch wichtig. Ich würde sagen, wir stellen ihn hier so hin. Der ist ziemlich groß. Ja, er ist ziemlich groß. So, okay, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir die Klappe nach vorne kriegen. Der gute 3-2-1 Smoker. Und dann würde ich den hier so hinstellen. Man kann ihn natürlich auch hier so hinstellen. Ja, da macht er sich ganz gut. Gucken. So, ne? Wir können ihn hinterher auch wieder wegnehmen. So können wir ihn aufmachen. Da können wir dann unsere Stacks reinlegen. Hier kann man auch noch aufmachen. Ah, warte mal. Wir müssen da bestimmt öffnen, schließen. Muss man da jetzt auch Kohle eigentlich reinpacken? Ich weiß gar nicht. Dann würde ich da noch so ein kleines Tischchen nebenstellen, damit man da dann seine Sachen ablegen kann. Wir gucken mal, was wir an Tischen und Bänken da haben. Okay, verschiedenes. Nein. Geh mal in die Säge. Lüftungsgitter brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. Vielen Dank. Absperrungsschilder, Schränke, Tische. Hier, Tische. Es gibt den hier, es gibt den. Das ist ein Gartentisch, ein typischer Gartentisch. Gibt's auch in verschiedenen Farben. Ich gern so ein Akazienholz-Look haben. So, genau. Da brauchen wir 8-mal Holz für. Okay. Haben wir jetzt nicht dabei, aber Holz können wir in der Hand direkt verknüppeln. Geht da einfach hier auf Crafting, auf Allgemeines, auf Rohstoffe. Und da könnt ihr euch dann Straffholz hier, ne, abholzen. So, dann könnt ihr wieder drauf gehen und könnt ihn einmal herstellen. Schön im Akazienholz-Design ein rotes Tischlein. Und den können wir schön hier nebenstellen. So, dass es so einigermaßen passt. So. Als so eine Art Ablagetisch hat man ja immer, ne? Also ein guter Grillmeister braucht immer einen Ablagetisch. Könnt ihr auch ganz hier in die Ecke stellen. So. Na, haben wir hier so einen Ablagetisch. Wo man dann die Steakschalen und sowas erstmal draufpacken kann. Und dann kann man sie auf den Grill packen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Und hier muss natürlich so ein großer Tisch hin, wo ganz viele Leute ransetzen können. Wenn wir irgendwann mal Freunde haben. Ist natürlich die Frage. Gartentisch klein gibt's auch noch. Wir hätten auch den als Ablagetisch nehmen können. Wenn wir den jetzt als Ablagetisch in klein machen. Und dann vielleicht noch einen großen als Gartentisch. Dann können wir nämlich so einen Doppeltisch machen, ne? Für unsere ganzen imaginären Freunde. So, wir nehmen den hier wieder weg. So, jetzt packen wir den Kleinen uns hier hin. Der reicht ja vollkommen aus. Da muss ja nicht so ein Riesentisch sein. Dann packen wir nämlich den jetzt hier genau neben den Grill. Hier neben kommt ein Fass. Damit man mal, wenn, wisst ihr? das Fass ist auch wichtig. So, und den Tisch, wie stellen wir den mal hin? So, dass alle gut dran sitzen können und hier aufs Meer rausgucken können, auf jeden Fall, ne? Würde ich sagen. Ich stelle den erstmal hier so hin. Hier so. Bis zur Hälfte. Wir nehmen mal hier die Hälfte von einem von dem Ding hier. So. Mein Gott, stell doch den Tisch endlich hin, Junge! Ja, Frau. So, dann stellen wir hier so ein bisschen zusammen. So, und guck mal, hier können so richtig viele Leute dran sitzen. Wenn mal richtig viele Leute kommen, ne? Jetzt holen wir uns noch Stühle und die stellen wir dann da so um den Tisch rum. Lalala. Alles ist bereitet für die große Gartenparty dann. Haha. Was haben wir denn hier? Gartentisch klein, Beistelltisch. Nein, wir brauchen ja Stühle. Sitze. Nein. Viel zu bequem. Da gehen die überhaupt nicht mehr. Hier, die. Das sind die Gartenstühle. Auch natürlich schön im 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Freunde dürfen wir nur haben? Pass mal auf. Dann stellen wir die jetzt aber schön hier mal so von Hand hin. Nicht, dass das zu ordentlich wirkt. Hier noch einer hin. So, 3. Müssen wir mal drehen. Die anderen werden wahrscheinlich erst später geliefert, die anderen Tische, ne? Hier einer hat seinen Stuhl immer schräg stehen. Müssen wir mal drauf achten, wenn ihr irgendwo Gartenstühle seht. Ein Stuhl steht immer schräg. Das ist dann der Stuhl des Gartenbesitzers. So, und hier kann auch noch einer hin. Können wir, was? Ah ja, einen haben wir noch. Der kann hier noch mit ran. Hier so.
Der kann hier noch vorne an die Kante, so auch ein bisschen schräg, so. Zack. Na? Ist doch schick. Hier kann man gut sitzen. Und aufs Meer rausgucken. Oh, guck mal, Meer. Das ist bestimmt der Goldseestrand. Wie kann ich jetzt wieder aufstehen? Hallo, wie komme ich hier raus? Mit Escape, ne? Ja. Sehr gut. Haben wir hier eine schöne kleine Grillecke. Jetzt muss da noch ein schönes Holzfass in die Ecke. Holzfass, Holzfass, Holzfass. Das war, glaube ich, Thron. Nein. Es war natürlich Absperrung. Nein. Es war Behälter. Kisten. Holzfass. Gibt es das auch in Rot? In der aus Akazie? Nein, dann nehmen wir das hier. Was? Wir haben kein Holz mehr? Verdammt. Ach ja, da war ja was. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zack. Es waren gar keine 10. Ein Holzfass, bitte. Ein Holzfass, Frau Müller. Das kommt hier rein. Hier so. In die Ecke. In die Ecke. Nicht ganz so gerade, ne? Sondern so. Zack. Da kann man natürlich auch noch was drauf abstellen. Und man kann was reinpacken. Vor allen Dingen Grillgut, ne? Ganz klar. Erstmal. Haben wir nicht Grillgut hinten beim bei unserem Garten? Ich glaube, ich hatte das erstmal im Garten abgelegt, weil mir nichts Dümmeres eingefallen ist. Oh, guck mal. Er ist gewachsen. Stufe 2. Vom Apfelbaum. Hm. War das Apfel oder Kirsch? Ich glaube, das war Kirsch. Hm. Wir werden es nie erfahren. Wo habe ich denn die Steaks hingelegt? Hier. Da. Und der tut meistens nichts, war das, glaube ich. Der hat mir nämlich ganz tolle Minuten-Bratanweisungen für Steaks und sowas geschickt. Und deshalb werden wir das Fleisch erstmal hier ins Pökelfass packen. Mach mal auf. Ist das noch gut? Roh. Sehr gut. Und dann machen wir uns hier irgendwo so eine Tafel hin. Hier so. Hier. Wenn wir uns das hinschreiben, wie lange alles braten muss. Oder da hinten, hier so dran. Wenn wir uns das alles, die Bratzeiten schreiben. Ne? Leider gibt es keinen, es gibt keinen Sonnenschirm. Oder es gibt ja auch jetzt einen einen Korb, einen Strandkorb. Aber ich glaube, es gibt keinen Sonnenschirm, oder? Wenn wir mal gucken. Bin mir manchmal gar nicht mal so sicher, was es überhaupt alles gibt. Dekoration. Deckenventilator. Ein Weihnachtsbaum. Ein Geschenk. Eine Gardine. Jalousie. Sowas gibt es, sowas gibt es, sowas gibt es, sowas gibt es. Nee. Verschiedenes. Es gibt hier so einen Rettungsring. Genau. Marktstand, den gibt es auch immer noch. Da kann man übrigens immer noch ein Klavier. Und ein Klavier. Ja, da kann man immer noch kein Gemüse reinpacken, was ich ziemlich schade finde in dem Marktstand. Das wäre echt cool, wenn man das da hinmachen könnte. Und wahrscheinlich ist das hier Besitzer jetzt, ne? Strandkorb, da ist er. Den könnten wir uns eigentlich machen und da oben mit hinstellen auf unsere Terrasse. Ein Strandkorb erstmal. Da brauchen wir 32 mal Holz und 16 mal Stoff. Okay, schauen wir mal. Stoff haben wir 16 mal. Das ist ja, ne? Ha! Durst habe ich auch übrigens ganz nebenbei erwähnt. Nochmal einen Schluck trinken. Gott, habe ich das daneben gekippt? Hat sich so angehört, ne? Noch was. Und noch, weil es so gut war, noch eine Möhrrübe hinterher. Möhrrübe. War lecker. 3 Möhrrüben gegessen und 2 Liter Wasser getrunken. Wie sich das gehört. Was wollte ich jetzt machen? Ein Strandkorb, ne? Dafür brauchen wir Holz. Schon wieder. Es zieht sich irgendwie ein roter Faden. Oh nein. So viel nicht. Machen wir hier. Zack, zack, zack. Haben wir genug, glaube ich. Für einen Strandkorb. Wir können den nehmen. Wir können den nehmen. Wir können den nehmen. Den. Jetzt mal Stopp hier. Weil die Stoffe sind ja entscheidend. Es gibt nur 2. Es gibt nur den weißen und den klassischen. Okay. Dann nehmen wir Classic. Einmal klassisch, bitte. Oh Gott, ist der schwer. Warum sagt mir das denn keiner? Der ist ja doch schon ziemlich schwer, auch so ein Strandkorb. Und den können wir uns ja hier irgendwo so hinstellen. Mit wir haben keinen Platz, doch, hier da. Erstmal, ne? Ist der groß? Oh Gott, ist der groß. Alto Belli, ist der groß. Ja, hier so ein bisschen mit Blick aufs Meer, ne? So. Nee, aber so wirkt er einfach nicht schön.
So, dann kann man sich da schön in den Schatten setzen. So. Gott, ist der groß. Lalalala, ist ja fast so groß wie ein Ofen. Ah, rum. ja. Okay, das war jetzt nichts. Nochmal abreißen. Abreißen geht schneller. Aber hier könnt ihr so hin, ne? Hier so. Auf die Terrasse drauf, nicht auf die Mauer drauf. Was, das ganze Laken wird dreckig vom Grill? Nein, das passt schon. Ah, guck mal. Na, da ist dann so der Loungeplatz für die ganz guten Besucher. Und Freunde, was ihr noch hättet machen können, was total cool gewesen wäre, man kann hier unten normalerweise, beim Strandkorb kann man hier so Dinger rausziehen. Und hier an den Seiten sind noch so Fächer dran und sowas. Da könntet ihr, das könntet ihr dann nochmal überarbeiten, das wäre ganz cool. Und dass man den auch nach hinten verstellen kann und so. So ein Strandkorb ist nämlich eigentlich eine sehr gewitzte Sache. Aber vielleicht verlange ich auch zu viel, ich weiß es nicht genau. Was mir gefällt, ist, dass hier der Stoff, der ist original Strandkorbstoff. Hier mit diesem Rot, Blau und das alles so ein bisschen verblichen von der Sonne. Ach, guck mal, das ist doch schon nicht schlecht hier, wenn man so rauskommt auf die Terrasse. Haben wir schon was geschafft? Haben wir gut was geschafft, kann man nicht anders sagen. Natürlich geht auch hier unsere andere Bauerei weiter. Wir müssen ja hier außen noch die Gebäude überhaupt erstmal richtig einrichten und alles, ne? Hier hinten vor allen Dingen. Der alte Ofen kann theoretisch weg. Also weg, sagt ja der Harzer, ne? Und da kann ja dann, wir haben ja den neuen, wir haben ja den großen Hochleistungsofen, ne? Und da brauchen wir den alten Ofen ja eigentlich nicht. Hier müssen wir das ganz rüberziehen. Ich nehme die mit. Was? Ich habe doch 32 Stück davon. Warte mal. Das lasse ich so nicht auf mir sitzen. Ich muss da irgendwo ankommen, ne? Das war ja immer das Ding. Ja, ja. Warum backe ich jetzt hier fest? Ach so, weil es zu hoch ist. Es ist einfach so, okay. Jetpack-Modus bitte an. Ich lasse mich doch hier nicht veralbern von diesem Spiel. Von diesem Spiel. Da haben wir doch schon ganz andere Dinge gemacht. Jo, bis hier. Zack. Dann hier geht das halt dann auch so hoch, ne? 2, 3, 4, 5. Wir wollen ja auch vorankommen hier mit unserem Haus. Ist ja nicht so, dass wir was? Wie viel haben wir denn da noch? Ach, 2 Stück, okay. Ja, da habe ich auch Verständnis für. Jetpack-Modus aus. Autsch. Ja, ich habe sehr empfindliche Füße, müsst ihr wissen. Wir brauchen, glaube ich, noch ein bisschen Holz. Nee, haben wir genug. Was? Ich habe schon einen 64er Stack für Bretter und sowas weggeballert. Oh Mann, ist das alles teuer. Das Leben ist so teuer geworden in der Rising World. Es ist unglaublich. 64. Ah, komm, brauchen wir eh. Ah, jetzt haben wir aus allem diese Dinger gemacht. Total schlau. Aus all unserem Holz. Das heißt, wisst ihr, was das heißt? Ich kann in der nächsten Zeit wieder loslatschen und wieder Bäume fällen. Arg. Das war doch so klar. Hier natürlich dann auch. Aber wir müssen ja langsam mal trockene Füße kriegen. Also einen trockenen Boden unter den Füßen kriegen. So, Fenster müssen wir hier. Können wir eigentlich gleich noch planen, wenn wir schon mal dabei sind. Und guck mal, was wir da nur an Holz rausgekriegt haben. Das ist echt lächerlich. Nein, das ist nicht. Alles gut. Ich meckere nur, weil ich mich gerade so ein bisschen freue, wieder Rising World zu spielen. Und weil es gerade echt Spaß macht. Übrigens auch wieder. Ja, kann man so sagen. Hier kann man auch nochmal Holz hinziehen, denn wir müssen hier ganz rein Holz haben. Also reiner Holz. Man kann den ja nicht runterziehen. Genau, das war es ja. So, und hier gehen die ja dann auch nach innen und hin und her. Und hier gehen wir nach oben. Zack, 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 zack. Hatten wir ja gesagt, ne? Dann kommt hier ein Balken rüber. Zack. Hier kommt auch noch ein kompletter Tutto Completo Balko hin. Und wir holen uns jetzt mal Stein, damit wir noch richtig was schaffen in der heutigen Folge. So, und da hatten wir ja... War das der hier? Ich glaube ja, ne? Zack, einfach mal aufs Gratewohl hinaus den Stein genommen. Aber ich glaube, es ist der auch. Weil wir müssen ja hier Fenster haben, ne? Also hier sollten, glaube ich, 2 Fenster hin. Oh, der Hahn kräht. Oh, was trinken.
Wenn der Hahn kräht auf dem Mist, dann kennt er ja. Ändert sich's Wetter oder es bleibt, wie es ist. Machen wir jetzt hier von zwei oder... Nö, machen wir so, ne? Fenster außen oder eher innen? Vom Lichteinfall her wäre es eigentlich innen praktischer. Naja. Also hätten wir einen schöneren Türrahmen. Weil wir müssen ja hier, ne? So, da wäre ein Fenster. Ach so. Ach so. Da muss er doch so. Da müssen wir es so machen, damit es symmetrisch bleibt. Oh, ich war viel zu weit weg vom Mikro. Ja, ja. Man ist halt kein Profi mehr, wenn man zwei Wochen nicht aufgenommen hat. Okay, dann hier. Und wie machen wir dann die Fenster hier? Das muss ich mir noch überlegen. Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Aber hier kommen auf jeden Fall die Fenster hier hin. Das heißt, wir können hier auf jeden Fall dann schon mal... Und er sagte 20 Mal in einer Folge auf jeden Fall. Da war ja was. Das war jetzt total falsch. Aber das macht nichts. Ja, das war total falsch. Die können wir alle wieder wegreißen. Weil da muss hier muss ja grün hin. Arg, naja. Aber, meine lieben tapferen Freunde, die Folge ist mal wieder um. Ich habe zwei Folgen Rising World aufgenommen. Da geht es also auch weiter. Es geht in Hundskrab weiter. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ich hoffe, dass ihr wieder dabei seid. Vielleicht ist auch gar keiner mehr da und ich rede hier völlig umsonst. Aber ich glaube mal nicht. Ich denke mal, so ein paar gucken doch zu, oder? Ja. Wir haben ein bisschen was gemacht. Wir haben unsere Terrasse eingerichtet. Wir haben hier drin ein bisschen was gemacht. Wir haben ein bisschen Gemüse angepflanzt. Wir haben dafür gesorgt, dass Steine im Holz stecken. Und wir haben uns auch einmal verbaut. Also wunderbar. Alles ist gut. Und die Gitter, die haben uns, glaube ich, am längsten aufgehalten in dieser Aufnahme. Naja, kann man nichts machen. Und wir haben Mohrrüben gegessen. Das ist doch auch wichtig. Die Treppe soll dann übrigens... Das heißt, genau, hier kann ich schon mal Steine hinmachen. Als kleiner Merker. Genau, hier kommt das ja eh... Ja, hier weiß ich noch nicht, ob ich sie zumache. Das kann ich noch nicht genau sagen. Weil, hier soll die Treppe hin. Ich wollte hier die Treppe hoch machen. Hier so, ne? Also, im Grunde hier die erste Stufe. Da die zweite. Absatz. Und dann hier hoch. Dann. Und dann kommt man in die zweite Etage. Na, ist doch ganz nett. Dann kommt man hier rein. Dann kann man entweder gleich hochgehen oder, auch nicht. Ganz nach Lust und Laune. Liebe Leute, das war's. Hier aus der Rising World. Es geht aber weiter. Ich bin jetzt wieder straff am Produzieren. Also freut euch auf neue Folgen. Hier aus dem vom wunderschönen Goldseestrand sagt euer Opa Zeron. Auf Wiedersehen.